Der Remtergarten ist der ehemalige Mönchsgarten. Hier wurden über 50.000 Geophyten gepflanzt, aber auch Spalierobst, Kräuter und wunderschöne Blumen. Eine Besonderheit der Landesgartenschau sind die großen Holzkuben. Gerade oft. Sie waren Händler im Mittelalter? Ein Geschäftsmann, ja. Ich habe ganz Europa bereist, habe Waren eingekauft und sie anderen aus dem Profit weiterverkauft. Der Hellweg war eine meiner bevorzugten Routen. Mit meinem Frachtwagen konnte ich hier gut vorankommen. Wenn man sie betritt, ertönen interessante Hörspiele. Zum Beispiel über die alte Marktkirche, den Hellweg und den Arzt von der Weser. Rumpfrichtkeller nach über 700 Jahren noch gefunden. Sie haben das gesehen? Sie sind aber nicht zufällig der legendäre Chirurg von der Seefahrt. Wir haben im Keller sein Operationsversteck gefunden. Ein Schabeisen, ein Skalpell und verschiedene Messer, Nadeln, eine Schere, außerordentlich gut erhalten. Chirurg von der Weser, so nennt man mich heute. Ja, gefällt mir. Auf dem Areal können Kinder nicht nur archäologische Ausgrabungen machen, sie haben auch wunderschöne Spielplätze, wie hier am alten Holzwerk, dessen Turm zu einer riesigen Rutsche umfunktioniert wurde. Im Archäologiepark kann man bei Ausgrabungen live teilnehmen. Das große Areal rund um den Haupteventplatz mit Bühne ist noch nicht ganz fertiggestellt, aber es wird funktionieren. Wunderschöne Plätze, die auch zum Verweilen einladen, die gemütlich sind und eine gute Atmosphäre für Herz und Seele. Musik.